ist eigentlich, immer sind es so um drei Fragen gegangen. Die eine Frage war, was macht das bei den Leuten, die Arbeit müssen verrichten? Die unsichtbare Arbeit, weitgehend. Aber auch die Frage, ja, was macht das bei denen, die die Arbeit auslagern? Was heisst das eigentlich? Was geben die da eigentlich konkret ab? Und als drittens die Frage, was heisst das eigentlich für unsere Gesellschaft? Wird sich da eine neue Klassengesellschaft herausbilden, neue neo-feudale Strukturen oder was auch immer? Das sind so die drei Leitfragen gewesen, wo wir nachher über die einzelnen Teile, ich glaube insgesamt, wenn es dann 8 sind, irgendwie so als Bogen gespannt haben. Wer sind die Menschen? Wer sind die, die die Arbeit machen, die uns, ganz ehrlich gesagt, wahrscheinlich manchmal auch zu wider ist oder zu blöd? Für die, die wir keine Zeit mehr haben oder keine Zeit mehr aufwenden wollen, sind Menschen in der Care-Arbeit, beispielsweise in der Altenpflege, sind Menschen in Fabriken oder auf Ächern in der Landwirtschaft. Leute, die unsere Wohnungen und Büros putzen und die Menschen. Und um die geht es in der Serie «Die Unsichtbaren», wo es immer wieder gegeben hat, Reportagen und Porträts im Südbridge-Strassenmagazin. Mitverantwortlich für die Serie, der Klaus Petrus vom Strassenmagazin. Hallo Klaus. Hallo zusammen. Gibt es eigentlich Arbeiten, die du auch auslagerst? Ui, da müsste ich jetzt ein bisschen überlegen. Also ich habe keinen Butler, ich habe keinen Kammerzofen, ich habe keinen Gärtner. Es gibt auch niemanden, der mir die Wohnung putzt oder so. Aber ich tue ab und zu ein Buch bestellen online. Das heisst, irgendjemand verpackt das natürlich irgendwo im Hintergrund. Aber ja, ja, und das ist schon, da muss ich schon sagen, da ist ab und zu der Gedanke drin, ah, okay, jetzt noch in Stadt und in Büchhandlung. Der ist einfach ein Klick zwei wesentlich einfacher. Und er ist schon jederzeit zu haben. Also du kannst jetzt Mitternacht den Klick aber noch machen und sonst müsstest du ja an Öffnungszeiten beispielsweise halten und, und. Also ja, ich kenne das Phänomen schon, aber ich würde jetzt sagen, in meinem Leben, vielleicht weil ich ein bisschen altmodisch bin, keine Ahnung, kommt das noch nicht so fest vor. Wie ist denn dazu gekommen, wo ist der Ursprung von dieser Serie «Die Unsichtbaren» im Surprise-Strassen-Magazin? Also es ist tatsächlich schon ein bisschen die Beobachtung, dass der Arbeitsmarkt oder die Arbeitswelten sich verändern und dass eben, wie schon getan, immer mehr Arbeiten gibt, die wir als Individuen, aber auch die Gesamtgesellschaft auslagern und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und ein Phänomen von dieser ausgelagerten Arbeit ist eben auch, dass die Leute, die den Job verrichten, mehr oder weniger unsichtbar sind. Also entweder arbeitest du zu Randzeiten oder sie arbeiten an Orten, die einem nicht so zugänglich sind. Über die Digitalisierung ist eben nur ein Klick, aber man bezieht ja auf die Art, eine Art von Arbeit oder ein Produkt, aber der Mensch dahinter sieht man nicht mehr. Oder auch sozial unsichtbar, weil viele von diesen Jobs Schwarzarbeit sind und entsprechend wollen die Leute natürlich nicht darum erzählen, was sie arbeiten, so sie verschwinden sie als arbeitende Person. Also es gibt ganz unterschiedliche Facetten von dem Unsichtbaren und das ist eigentlich schlussendlich das, was uns interessiert hat, wo wir gedacht haben, okay, wir wollten das gerne als Serie aufziehen und ist eigentlich, immer sind es so um drei Fragen gegangen. Die eine Frage war, was macht das bei den Leuten, die Arbeit müssen verrichten? Die unsichtbare Arbeit weitgehend. Aber auch die Frage, ja, was macht das bei denen, die die Arbeit auslagern? Was heisst das eigentlich? Was geben die da eigentlich konkret ab? Und als drittens die Frage, was heisst das eigentlich für unsere Gesellschaft? Wird sich da eine neue Klassengesellschaft herausbilden, neue neo-feudale Strukturen oder was auch immer? Das sind so die drei Leitfragen gewesen, wo wir nachher über die einzelnen Teile, ich glaube insgesamt, wenn es dann 8 sind, irgendwie so als Bogen gespannt haben. Ja, ich muss sagen, wenn man selber die Text liest, fängt man schon selber sich an überlegen, was mache ich? Oder das, was ich dich vorgefragt habe, wie gehe ich mit dem Thema um? Wo habe ich offensichtlich so Sachen, wo ich auch auslagere, wo ich selber nicht mache? Das ist ein sehr, sehr spannender Prozess, auch persönlich, was abgeht, wenn man sich es mal genauer überlegt. Gibt es denn Sachen, die jetzt so immer in diesen Text, wo du mehrheitlich auch geschrieben hast, wo du ähnlich empfunden hast, vielleicht etwas, was sich wie ein roter Faden durchzieht, auch wenn es verschiedene Berufe und verschiedene Personen gewesen sind? Also eine Einsicht von der ganzen Auseinandersetzung und dann doch gross angelegte Recherche ist eigentlich, dass es gar nicht so einfach ist, wie man eigentlich meint.
Also am Anfang meint man vielleicht zum Beispiel, ja, es ist, da gibt es irgendwie zwei Sorten, auf jeden Fall oder zwei Klassen von Leuten. Die eine Klasse, die sich das leisten kann, aus einem Luxus uns einfach Arbeit auslagert, und die andere Klasse, die partout darauf angewiesen ist, genau die Arbeit zu machen. Und selbst das ist nicht immer so. Es ist zwar ein prägendes Merkmal von der ausgelagerten, unsichtbaren Arbeit, aber es ist eben nicht in jedem Fall so. Also wir haben euch ein Porträt gemacht von einem Angestellten in einer Kläranlage, und da kann man sagen, das ist weitgehend unsichtbare Arbeit. Das ist eure Arbeit, die vielleicht sogar ein bisschen sozial, einmal historisch mit Scham behaftet ist. Es geht um Fäkalien, es geht um Dreck, Schmutz. Aber die Arbeitsbedingungen da sind rundum eigentlich gut. Da kann man nicht sagen, dass die Leute unter prekären Bedingungen arbeiten. Und der hat auch gesagt, er arbeitet gern. Und umgekehrt muss man sagen, dass die Arbeitswelt heute von der Art ist, vielleicht reden wir über das noch, wo die Leute weitgehend auch zwingt, Arbeiten auszulagern. Und zwar nicht zuletzt darum, weil viele Arbeiten heute sehr flexibel sind von der Arbeitszeit. Und das hat umgekehrt den Effekt, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen allzeit bereit sein. Also auf der einen Seite hat man die Flexibilität von der Arbeitszeit beispielsweise, aber auf der anderen Seite der Druck, man muss irgendwie immer dranbleiben. Und das gibt oft auch Leute, das haben mir auch Leute im Interview bestätigt, das Gefühl, ich kann gar nicht mehr alles machen. Es gibt einen Teil von der Arbeit, den ich einfach auslagern muss. Und das ist dann nicht Ausdruck, in dem Sinne von mal Luxus, zumindest in der Perspektive von diesen Leuten, sondern fast schon Ausdruck von einem gewissen Zwang, der aufgrund von diesen Veränderungen vom Arbeitsmarkt oder der Arbeitswelt sich halt ergeben hat. Frau K. sei nett und höflich und zivilisiert, sagt Elena A. Nur in letzter Zeit, da gebe ich sie ab. Sie schreit mich an, sagt unschöne Dinge. In der Nacht muss ich 3 oder 4 Mal aufstehen. Sie kann nicht mehr alleine sein. Ich glaube, sie hat Angst vor dem, was noch kommt, vor dem Tod. Das ist das Porträt aus dem Heft 524 über eine 24-Stunden-Pflegerin. Sie pflegt eine Person, die dement wird, und sie wohnt auch bei dieser Patientin. Wie hast du diese Person gefunden? Oder die beiden Leute? Also da war es tatsächlich so gewesen, dass ich über ein Netzwerk gegangen bin. Also man muss sagen, dass der Sektor Betreuung und insbesondere 24-Stunden-Care-Arbeit, da gibt es doch weitgehend gut organisierte Kooperative oder Netzwerke, die von unten im Brief kommen. Und ich habe Kontakt gesucht zu denen, und die haben mir die Adresse nachher gegeben. Da war die Herausforderung weniger die gewesen, mit der betreffenden Frau, die die Care-Arbeit macht, zu reden. Das ist recht gut gegangen. Ich habe die auch verschiedentlich mal treffen. Es war eher ein Problem gewesen in der Konstellation. Also ich habe mir überlegt, soll ich gewissermaßen der Gegenpart, das ist in dem Fall jetzt die Tochter von der demenzkranken Frau, mit einbeziehen ins Porträt, oder soll ich jemanden suchen, der zwar ebenfalls eine Care-Arbeiterin anstellt, aber jetzt nicht genau die ich porträtiere. Aber es hat sich trotzdem nachher so ausgestellt, dass das möglich war, und das war natürlich zusätzlich eine spannende Komponente gewesen, weil im Gespräch mit der Tochter, die besagt Elena, die Care-Arbeiterin, angestellt hat, hat sich aber auch gezeigt, dass sie immer ein gewisser Zwang ist. Also sie ist zum Beispiel alleinerziehend. Sie hat auch angedeutet, dass sie überhaupt nicht das Geld haben, für zum Beispiel ein Altersheim oder ein Spitex zu bezahlen. Das sind zum Teil wirklich horrende Summen, das muss man sagen. Daran verbunden ist ein weiteres Problem, inwieweit der Staat zum Beispiel wirklich Möglichkeiten gibt, wo valable Alternativen sind. Also auf der einen Seite war es monetär, aber auf der anderen Seite hat die Frau wirklich auch von ihrem schlechten Gewissen geredet, weil ihr sehr wohl bewusst war, eigentlich, vielleicht was das Rollenverständnis traditionelle angeht, wäre sie, die Tochter, eigentlich die Person, die ihre eigenen Mütter selten pflegen. Und das ist nachher ein ganzes Spektrum, da kommt da zusammen, da kommt eben Wertigkeit von der Arbeit zusammen, da kommt Entlöhnung kommt da dazu, da kommt die Arbeitsbedingungen, aber nachher auch so etwas wie Scham, wo das Ganze irgendwie dann auch wie so das Dach über dem Ganzen ist. Beim Textlesen jetzt, gerade in dem Fall, merkt man, dass die
Pflegerin sehr bewegt ist von dieser Situation, auch von der Patientin, die eben dement ist. Und sie kommt aus Rumänien, das heisst, sie geht auch immer wieder alle paar Wochen mal heim auf Bukarest. Der Lohn, den sie da in der Schweiz verdient, der ist wichtig, sagt sie auch, oder wird auch beschrieben für die ganze Familie, für den Sohn zum Beispiel, der studiert. Und dann hat sie aber, wenn sie in Bukarest ist, trotzdem schlechtes Gewissen, weil sie findet, sie müsste eigentlich wieder bei dieser Person sein. Gibt's denn, hast du für so ein Verhalten, wo man eigentlich sagt, das ist ein Job und das andere ist ja Freizeit und so, aber hast du für das Verhalten trotzdem eine Erklärung? Ja, also das, was eure Expertinnen dazu sagen, ist tatsächlich, dass das absolut kein Einzelfall ist. Und ich glaube, das ist schon ein Spezifikum von der Arbeit, wo immer Haushalt gemacht wird, und zwar in dem Fall wirklich extrem rund um die Tür. Also es ist absolut natürlich, finde ich, und auch nachvollziehbar, dass sich da ein sehr große emotionale Nähe herstellt zwischen der Person, die betreut wird, und der Betreuerin in dem Fall. Ich glaube, ich schildere euch die Situation im Porträt, dass sie, die Betreuerin Delena, die demenzkranke Frau amtsjoi als Mütter bezeichnet. Also das ist eine sehr enge emotionale Beziehung, und natürlich aufgrund von dem ergibt sich nicht nur Verantwortung, sondern kann sich eben auch ein schlechtes Gewissen einstellen, wenn man das Gefühl hat, ich sollte doch eigentlich da sein und jetzt schauen, dass ihr auch wirklich sehr gut geht, weil ich bin schlussendlich ja eigentlich fast die einzige Person überhaupt, die so eine enge Beziehung hat. Und in der Konstellation, was ich ja vorher erwähnt habe, ist es wirklich sehr interessant für mich zu sehen, dass hier ein schlechtes Gewissen ist auf Seite von der Betreuerin, dass sie nicht vor Ort ist, für sie lügt, für die demenzkranke Frau in dem Fall, aber auch ein schlechtes Gewissen auch auf Seite von der Tochter, die die Betreuerin angestellt hat. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, Scham, schlechtes Gewissen ist wirklich so ein dominierendes Gefühl, das da immer wieder eine grosse Rolle spielt. Du hast ja vorher schon mal beschrieben, wie die Situation, die Konstellation ist, oder? Von der pflegenden Person, von der Patientin, aber auch von der Tochter von der Patientin, die auch selber in einer Lage ist, die nicht einfach ist. Also man redet da nicht von einer Luxussituation, dass jemand einfach keine Lust hat zum Putzen und lieber biken in dieser Zeit und darum eine Reinigungskraft darstellt. Und trotzdem, trotz all dem Verständnis, finde ich trotzdem, wenn man es liest, es tönt halt gleich so nach Dienerschaft und Bediensteten. Wie siehst du das? Ja, es hat, glaube ich, wirklich, genau wie du es sagst, es hat einen Aspekt, wo sicher in die Richtung geht. Ich glaube, es hat sehr viel mit Wertigkeit von Arbeit zu tun. Also welche Arbeit hat welchen Wert? Und ich glaube, fast über die ganzen Porträts hinweg, von der gesamten Serie, kann man sagen, dass die Arbeit, die ausgelagert wird, in den Augen von den Menschen, die sich das leisten oder sich müssen leisten, weniger Wert hat, was ihre Kernarbeit. Also man lagert Arbeit aus, wo man von denen das Gefühl hat, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Oder zumindest nicht so wichtig wie die Arbeit, die ich eigentlich muss oder will verrichten. Und da gibt es, glaube ich, das Gefälle. Und das Gefälle tut sich entsprechend eben auswirken oder zeigt sich auch in den unterschiedlichen Arbeitsbedingungen. Aber in der Tatsache, dass die einen Bedingungen eher prekär sind, das zeigt sich eben auch, dass die eine Arbeit, die weniger wert ist, weitgehend unsichtbar ist, und was das alles auch mit sozialen Folgen einhergeht. Das hat, glaube ich, alles mit dem zu tun, dass da wirklich das Gefälle geht. Und die Art von Gefälle gibt einem, glaube ich, den Eindruck, dass da so neofeudale Strukturen sich wieder aufdient. Da gibt es Sättige, die oben sind und andere sind unten. Das hat es zwar immer schon gegeben, aber weil, glaube ich, die Arbeitswelt sich wirklich immer mehr verändert in Richtung mehr ausgelagerte Arbeit, besteht da in dem sie euch die reale Gefahr, dass sich das Gefälle immer mehr aufdient. Und klassischerweise können jetzt ja Leute, die einfach zuhören, sagen, ja gut, okay, es schafft ja wieder Arbeitsplätze, aber das Problem, meistens, wenn ich es vor allem so in diesen Texten wiederfinde, jetzt bei euch im Strassenmagazin, sind ja dann nicht Jobs, die gut bezahlt sind oder so, dass man auch zu guten Bedingungen angestellt ist, weil wir kennen ja auch die Geschichten von Essenslieferdiensten, die teilweise prekäre Bedingungen beherrschen und so weiter. Also ja, das ist ja dann eigentlich der springende Punkt und auch dort, wo Kritik ansetzt, oder? Absolut, und vielleicht auch im Zusammenhang zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit der Wertigkeit, ist tatsächlich so, dass, wie kann man das am besten sagen, also die Leute, die Arbeit auslagern, und die kaufen sich nicht eigentlich Arbeit ein, sondern Zeit, die sie gewinnen.
Und die Zeit, die sie gewinnen können, weil ihre Arbeit besser bezahlt ist, natürlich in unglaublich viel mehr Geld umwandeln, als die Arbeit, die sie schlagen. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und in einem Porträt kommt das, glaube ich, wirklich so zur Sprache, wo der eine sagt, zu seiner Reinigungskraft oder der Situation, dass er sagt, ja, ich gebe ihre Arbeit und sie gibt mir Zeit. Und ich glaube, das bringt es recht gut auf den Punkt und zeigt einfach nochmal, dass da doch ein offensichtliches Gefälle ist. Und die Schlussfolgerung ist eigentlich ganz einfach. Ich meine, die ausgelagerte, unsichtbare Arbeit, die gibt es in der Gesellschaft nur darum so billig, weil schon unter prekären Bedingungen stattfindet. Also wenn es anders wäre, würde es viel mehr kosten, das Ganze. Und dann könnte man sich das ja gar nicht mehr so leisten, wie man sich das jetzt momentan kann leisten. Also eine gewisse Klasse in der Gesellschaft. Du gibst ein sehr gutes Stichwort, weil das ist der nächste Textschub, den wir schnell hören wollen. Für Sven T. aber geht der Deal auf. Ich gebe ihr Arbeit, sie verkauft mir Zeit. Zeit, die er aus seiner Sicht in Wichtigeres investieren kann als in Putzen, Hemden bügeln oder Einkaufen. Zeit, die er in mehr Arbeit steckt, in seine Beziehung und seine Hobbys. Zeit aber auch, die er nutzt, um mal abzuschalten, um zu gamen, die sozialen Medien zu checken, Filme zu streamen. In diesem Textausschnitt sieht man, wie eine unsichtbare Person eigentlich das persönliche Leben einfacher macht, jetzt von dem Sven T., weil er will, und ich sage das jetzt in Anführungszeichen, keine Zeit vergeuden fürs Putzen zum Beispiel, oder er findet einfach, er hätte auch gar keine Zeit für das. Wenn wir mal die Rollen anschauen, andere Situationen als vorher bei der 24-Stunden-Care-Arbeit, wie viele Leute wie das Sven T., die so argumentieren, sind dir begegnet jetzt während im Laufe der Realisierung von diesen Geschichten? Also ich kann jetzt da überhaupt nichts Repräsentatives dazu sagen, aber auch da würde ich wirklich behaupten, dass es kein Einzelfall ist, weil es eben die ganze Geschichte, die wir vorher schon angetehnt haben, mit der Wertigkeit von der Arbeit, Zeit gegen die Arbeit und so weiter, eigentlich weitgehend bestätigt. Also es ist irgendwie auch nicht jetzt der Sven, der als einzelne Person irgendwie das Verhalten, die Ansichten an den Tag legt, sondern es ist eben das System, die Strukturen, die das begünstigen. Und also er ist im Prinzip einer, der die Strukturen so gesehen bestätigt und nicht jetzt in dem sehr erzeugt durch sein Verhalten. Und von dem her würde ich sagen, ja, es ist tatsächlich so, dass es häufig auftaucht. Jetzt kann ich mich gerade noch schnell outen, weil wir haben daheim auch eine Reinigungskraft tatsächlich. Halt zwei Wochen kommt, aber also, es ist nicht eine unsichtbare Person, würde ich jetzt mal behaupten, weil wir sagen uns Hoi und fragen auch uns gegenseitig, wie es geht und mit Vornamen und so. Also, aber ich frage mich trotzdem, ist das jetzt in unserer Gesellschaft, weil wir sind jetzt nicht wahnsinnig reiche Menschen, auch keine arme Menschen, würde ich jetzt mal behaupten, aber ist das jetzt in unserer Gesellschaft einfach ein Zeichen von sehr hohem Lebensstandard generell in der Schweiz, dass das auch ja, nicht nur reiche Menschen sich im Moment können leisten können? Oder ist es irgendwie auch ein Stück weit irgendwie Überforderung, eben, dass man sich irgendwie nicht mehr kann, Zeit nehmen kann, um die Arbeit daheim zu verrichten, weil man sich nicht mehr kann vom Job lösen kann? Wir haben es vorher schon mal ein bisschen besprochen so in diesem Bereich. Was denkst du? Ja, bevor dass ich dich jetzt gerade zurückfrage, was du dazu sagst, zu diesen Fragen, die du selbst aufwerfst. Ja. Fair enough, ich sage schon noch etwas. Wohlstand ist natürlich ein klares Stichwort und es ist ja statistisch auch, indem sie jetzt ausreichend belegt, dass die meisten Leute, die ausgelagerte, unsichtbare Arbeiten machen, migrantischen Hintergrund zum Beispiel haben. Es sind auch ganz viele Frauen dabei. Also auch da gibt es ganz klar strukturelle Gründe, warum das gewisse Leute die Arbeiten müssen machen und andere eben nicht. Also das ist überhaupt gar nicht darauf angewiesen sind. Und das zeigt, dass Wohlstand sicher auch ein Parameter ist. Der andere Punkt ist aber wieder der von, kann man sich das leisten oder muss man sich das leisten? Ist man als die Person, die Arbeit auslagert, nicht selbst schon in Zwängen drin, wo die Arbeitswelten, die neuen Arbeitswelten, die ungleich flexibel sind, ungleich entgrenzter sind, einem aufzwingend? Ich glaube ja, da könntest du jetzt Teufel auch sagen, wie du das siehst. Ist das ein Grund? Oder ja. Ja, ich habe persönlich schon das Gefühl, dass ich mich dort schon wiederfinde. Also ich fühle mich jetzt nicht als Person, die da wahnsinnig unter Druck oder unter Stress handelt, aber dass die neue Form von
immer erreichbar sein. Man kann heutzutage sehr schwer den Leuten vermitteln, dass man mal nicht erreichbar ist. Meistens kommen trotzdem WhatsApps, wenn es ums Arbeiten geht. Meistens gibt es trotzdem Mails, wo man sogar freiwillig selber anschaut. Und man kann den Prozess wie gar nicht... es ist schwierig, dem Prozess irgendwie entgegenzutreten. Und das kann schon... Also ich will es jetzt nicht auf das reduzieren. Vielleicht ist es manchmal auch Faulheit, würde ich mal behaupten. Und dann überlegt man sich, ob man sich das kann leisten, zum Beispiel jetzt eine Reinigungskraft zu engagieren. Oder ja, ich glaube, es gibt mannigfaltige Gründe, so etwas zu machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es mit Stress zu tun hat und dass man so sich Zeit kauft, so wie das Sven T. das formuliert, finde ich. Ja. Allerdings ist es bei uns tatsächlich so eine Diskussion. Also, ich meine, es ist nichts, was man sich einfach so leisten kann. Vor allem, wenn man jemanden fair zahlt, so wie wir das machen, auch mit richtigen Sozialleistungen und weiss ich was alles, ist es auch ein Punkt, wo man immer wieder anschauen muss und sagen, ist es nicht vielleicht doch besser, wenn man das wieder selber macht? Weil, ja, ich glaube, es gibt schon auch nur gewisse Einkommensschichten, die sich das wirklich auch locker leisten können. Und finde, das ist kein Problem, wieso soll ich das machen? Das kann ich auch locker irgendwie mir einfach leisten. Aber es ist spannend, früher war das ein totales Luxus-Ding. Sorry, jetzt schweife ich gerade ein bisschen ab. Und heutzutage ist es einfach so etabliert. Ich kenne sehr viele Menschen, die eine Reinigungskraft daheim haben. Ja, hätte mich nicht überrascht, wenn du gesagt hättest, du hättest auch eine. Nein, ist tatsächlich nicht der Fall. Vielleicht ist meine Wohnung einfach zu klein. Oder vielleicht habe ich einfach genug Zeit. Also vielleicht habe ich ein dermassen entschleuniges Leben, das mir das noch ermöglicht, was natürlich nicht stimmt. Das war ein Joke. Ja. Du könntest natürlich auch... dann Bücher schreiben, wenn man entschleunigt, weil das sind sicher auch Bücher, die sich sehr gut... Das machst du nicht, du schüttelst den Kopf. Nein, um Himmels Willen, bitte nicht. Nein, und über das wollen wir jetzt nicht auch noch reden. Aber Klaus, wir haben schon sehr, sehr viel geschwätzt, spannend war. Vielleicht einfach noch zu dieser Serie, Die Unsichtbaren, die ist ja bald zu Ende. Jetzt kommen noch zwei Geschichten, eine über Arbeit in Kantinen, was über die Menschen, die dort arbeiten, da freuen wir uns sehr drauf. Und vielleicht zum Schluss einfach zu dir, was für ein Fazit, wenn es überhaupt ein Fazit gibt aus deiner Sicht, was würdest du für eins ziehen über die Serie «Die Unsichtbaren» im Strassenmagazin? Also zu Ende habe ich ein bisschen agitiert, glaube ich, schon ganz am Anfang, dass das ganze Thema, der ganze Komplex sehr viel vielfältiger ist, wo man vielleicht meint, viel mehr Grautöne hat, wo die Schwarz-Weiß-Ansichten, die einem als erstes in den Sinn kommen, und das ist sicher ein Punkt. Und das ist ja immer ein schönes Resultat nach einer Recherche, dass man merkt, ah, es ist vielfältig, es ist komplex. Und der zweite Punkt hat mit dem zu tun, was du vorher über deine Situation gesagt hast und der neu entgrenzte Arbeitsmarkt, der umgekehrt zu Zwängen nachher führt. Da hat es etwas gegeben, was mir recht interessant gedünkt und angestoßen hat, dass die Sarah Schilliger, die Soziologin, in einem Interview, das ich mit ihr gemacht habe, sie hat nämlich so etwas wie eine These aufgestellt. Sie hat gesagt, je mehr Zwang das da entsteht, umso mehr hat man heute die Tendenz, jede Form von Arbeit zu monetarisieren. Also alle Art von Arbeit in Arbeit umzuwandeln, die mit Geld zu tun hat. Und zum Beispiel auch bei Care-Arbeit. Betreuungsarbeit, wo früher eigentlich etwas war, was vorwiegend eine soziale Angelegenheit war, zwischen Menschen, die sich nahegestanden sind, über Familie, über Bekannte, Freundschaften und so weiter. Und plötzlich wird das alles zu etwas, das Geld generieren muss oder wo eben Zeit generieren muss. Und die Sarah Schilliger hat sich eigentlich wie gegen das gewehrt ein bisschen oder hat die Vision aufgetan und gesagt, ja, nein, vielleicht sollte ich zurücksinnen auf die Unterschiede, was wirklich gibt zwischen Arbeitswelten und Lebenswelten und gewisse Sachen, die wir jetzt partout wollen, in dem neoliberalen Narrativ monetarisieren, wieder zurückgewinnen für einen sozialen Bereich, wo menschliches Zusammensein aber möglich ist und was nicht immer darum geht, wie viel Zeit gewinne, wie viel muss ich für die Zeit zahlen und so weiter. Ich habe mir spannenden Punkt gedacht im Zusammenhang mit dem ganzen Thema Komplex, wo ich finde, ja, dem müsste man noch ein bisschen mehr nachgehen und das Wetter versichern. Das bleibt spannend und ich wäre gerade recht im Flow, um noch eine halbe Stunde weiterreden, aber wir machen da jetzt mal einen Punkt. Klaus, danke vielmals fürs Gespräch. Danke dir. Das war der Klaus Petrus und das neue Strassenmagazin. Das gibt es übrigens ab dem Freitag, am 4. November. Macht's gut und bis bald.